herzlich willkommen bei Smoking Grams. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute will ich euch ein bisschen was zum Thema Zigarre erzählen. Und zwar habe ich neulich ein Video gedreht, so ein Einstieg in die Pfeifenwelt-Video, und habe da gesagt, dass die Pfeife im Gegensatz zur Zigarre, was die Unterschiede sind, so ein bisschen. Und heute möchte ich es genau andersrum machen. Die Zigarre. Ja, für viele genauso kompliziert wie für die Pfeife, weil man einfach nicht weiß, mit was fängt man an, wo fängt man an, was ist das überhaupt genau. Ich möchte zwei Videos machen. Das erste rede ich so ein bisschen über die Zigarre, wie besteht sie, wie lagere ich sie. Und im zweiten Video reden wir dann darüber, wie rauche ich so ein Ding überhaupt. Ja, fangen wir gleich an mit der Zigarre. Die Zigarre besteht, man glaubt es vielleicht gar nicht, aber die Zigarre besteht, eine handgemachte Zigarre besteht aus bis zu 200 Arbeitsschritten, bis dann das finale Produkt so ausschaut. Es gibt Zigarren, die sind halb-halb gefertigt, also halb maschinell, halb handgefertigt und dann rein maschinell gefertigte Zigarren. Was ich hier in der Hand habe, ist eine handgemachte Zigarre, zumindest zum größten Teil, so wie ich es verstanden habe, und ist eine sogenannte Medium-Filler-Zigarre. Auch das sollte man wissen, es gibt drei verschiedene Arten von Zigarren: Longfiller, Medium-Filler, Shortfiller. Longfiller-Zigarren bestehen aus ganzen Tabakblättern, da ist also auch die Einlage aus ganzen Tabakblättern. Man nimmt also ein Tabakblatt, schneidet sich die Form zurecht, das ist dann so eine Art konische Form, rollt es dann zu einer Zigarre auf, die Einlage. Dann kommt ein Umblatt, das sieht man jetzt hier oben nicht, hier ist die Einlage, dann kommt ein Umblatt drumherum, um die Hülle, wenn man so will, und dann kommt das äußere Deckblatt drauf. Das sind so die drei Teile, aus denen die Zigarre besteht. Die Einlage kann aus mehreren Tabaksorten bestehen. Dann habe ich noch ein Umblatt und das Deckblatt, was ich auch von der Herkunft variieren kann. Longfiller, ich nehme ein ganzes Tabakblatt, schneide die Enden, die Kanten schneide ich ab und habe dann die perfekte Form, um meine Zigarre zu rollen. Aus den Überresten, aus den großen Tabaküberresten, die geblieben sind, um die Zigarre herzustellen, kann ich eine Medium-Filler-Zigarre machen, so wie das hier. Hat den Vorteil, ihr habt die gleiche Tabakqualität wie bei den Longfiller-Zigarren. Aber da es keine ganzen Tabakblätter sind, und zwar der Verschnitt, wenn man so will, habe ich eine Medium-Filler-Zigarre von ähnlicher Qualität zu einem besseren Preis, zu einem günstigeren Preis. Und dann gibt es noch Short-Filler-Zigarren, das sind dann wirklich Tabakfitzel, Tabakbrösel, Tabak, ja, Schnipsel, die dann zu einer Zigarre gerollt werden. Das sind dann die ganz günstigen Zigarren. Zigarre generell kommt aus der karibischen Welt. Die bekanntesten Vertreter natürlich aus Kuba. Da gibt es dann solche ganz namenhaften Marken wie Cohiba, Monte Cristo, Romeo Giulietta. Also hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, der sich für Zigarre interessiert. Dann so wie die hier aus der Domrep. Der bekannteste Vertreter aus der Domrep ist wohl Arturo Fuente, ein Exilkubaner, macht hervorragende Zigarren. Und die Domrep-Zigarren haben den Ruf, leichter und auch nicht ganz so kräftig zu sein wie die Zigarren aus Kuba. Aber mittlerweile gibt es auch ganz viele andere Zigarren. Nicaragua, Brasilien, Mexiko, Honduras und noch viele mehr. Da kommen tolle Zigarren her. In Europa, es gibt auch deutsche Tabake. So richtig bekannt sind die aber eher nicht. Was man vielleicht aus dem Urlaub kennt, sind Toscanellos. Das sind italienische Zigarren. Die unterscheiden sich aber grundlegend von diesen Zigarren. Grundlegend. Sowohl im Geschmack, in der Stärke als auch im Aufbau. Ja, was brauche ich, um Zigarre zu rauchen? Klar, logisch, ich brauche eine Zigarre. Dann brauche ich eine Art von Feuer. Das können Streichhölzer sein. Dann sollte man darauf achten, dass es die langen Streichhölzer sind. Mit den kurzen verbrennt ihr euch die Finger. Oder ein Feuerzeug. Da kann es ein ganz herkömmliches Feuerzeug auch tun. Oder was heute sehr beliebt ist, sind Jetflame-Feuerzeuge. Hier solltet ihr nur aufpassen, wenn ihr ein Jetflame-Feuerzeug habt mit mehreren Köpfen, dass ihr die Zigarre nicht verbrennt. Aber das zeige ich euch im nächsten Video, wie zündet die Zigarre richtig an, was muss ich da überhaupt beachten. Und die dritte und letzte Sache, was ich brauche, um eine Zigarre zu rauchen, ist ein Cutter. Es muss kein Cutter sein, aber ich mag die sehr gerne. Damit schneidet ihr quasi die Zigarre an, damit ihr sie überhaupt rauchen könnt, da die hinten verschlossen ist. Man kann die Zigarre auch bohren, das ist dann ein kleiner Bohrer. Das, eigentlich ist es ein Stanzer, aber man sagt dazu Bohrer, den setzt man hier hinten an, drückt drauf und dann habt ihr hinten ein Loch, der den Rauchkanal öffnet. Es gibt einen Cutter, so wie den, der macht dann einen V-förmigen Schnitt in die Zigarre rein. Oder es gibt auch Zigarrenscheren, damit kann man dann den Kopf auch öffnen.
Zigarre kann ich leicht überall mit hinnehmen. Die gibt es nämlich auch in Aluminiumtuben, in einem Aluminiumtubo. Der passt dann wirklich in jede Hosentasche rein. Ein Feuerzeug kann ich einstecken und den Cutter, der ist auch nicht so groß. Oder ich habe einen Bohrer, der passt zum Teil am Schlüsselbund. Das sind die drei Sachen, die ich brauche, um die Zigarre überall mit hinnehmen zu können. Das ist schon mal wesentlich leichter als bei der Pfeife. Bei der Pfeife brauche ich so viel, was ich mitschleppen müsste. Bei der Zigarre ist das wesentlich einfacher. Auch das Rauchen ist bei der Zigarre etwas leichter, etwas einfacher, etwas unkomplizierter. Was dafür komplizierter ist als bei der Pfeife, ist die Lagerung der Zigarren zu Hause. Wenn ich eine Pfeife habe und ich habe Pfeifentabak, der kommt in einem, so wie hier in diesem Fall, in einer schönen verschlossenen Box. Man sieht, wie gewölbt die ist. Ich weiß nicht, wie gut es im Video rüberkommt, unter Druck. Solange die zu ist, kann dem Tabak hier drin gar nichts passieren. Und wenn sie einmal offen ist, kann ich den Tabak in ein Einmachglas umfüllen, dann behält er seine Feuchtigkeit. Und das ist wirklich eine ganz einfache Art der Lagerung. Nicht in die Sonne stellen, nicht auf die Heizung stellen. Das ist alles, was ich beachten muss. Bei der Zigarre ist es ein bisschen komplizierter. Ich brauche einen sogenannten Humidor, um sie richtig lagern zu können. Was ist ein Humidor? Humidor ist so ein Kästchen hier, gibt es in ganz verschiedenen Formen. Auch in anderen Farben. Der kann liegend sein, der kann stehen sein. Es gibt die wesentlich größer. Und es gibt bei den Profis natürlich auch begehbare Humidore. Das ist dann das Nonplusultra. Für den Hausgebrauch reicht meiner Meinung nach so einer hier aus. Das ist ein Holzkästchen, aus entweder ganz aus Zedernholz oder wie der hier aus Zedernholz verkleidet. Und der braucht dann irgendeine Quelle, die eine Feuchtigkeit, eine Luftfeuchtigkeit herstellt von ungefähr 69-70%. Und dann sollte ich darauf achten, auch der sollte nicht in der prallen Sonne stehen. Man sollte einigermaßen schauen, dass die Temperatur gleich bleibt und die Luftfeuchtigkeit muss eben gegeben sein. Wenn das nicht der Fall ist, trocknen die Zigarren aus und dann schmecken sie nach nichts. Wenn sie trocken ist und fühlt sich an wie nasses Laub, dann zerbröseln sie einfach. Und dann sind sie eigentlich nicht mehr rauchbar. Das gibt es in ganz verschiedenen Systemen. Da können manchmal Schwämme drin sein, da können manchmal andere Systeme drin sein mit Matten. Oder mit Kugeln, die dann die Feuchtigkeit abgeben, die sind regulierbar, das ist alles nicht ganz so einfach. Es gibt mittlerweile aber auch, kann ich euch mal schnell zeigen, es gibt mittlerweile aber auch Boveda-Packs, das sind kleine Päckchen, ich habe hier wirklich nur ein sehr kleines drin, sehr kleines Päckchen. Die gibt es in verschiedenen Größen und auch in verschiedenen Feuchtigkeitsstärken. Hier 69, gibt es als 70, als 71. Gibt es aber mittlerweile ganz verschiedene, die du dir in den Humidor rein. Dieser Packen ist viel zu klein für den großen Humidor, das war jetzt nur, um es euch mal zu zeigen. Tu dir den Humidor rein und dann ist die Luftfeuchtigkeit für circa einen Monat gewährleistet. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Lagerung etwas aufwendiger, das stimmt und das ist auch mein Tipp an euch, wenn ihr reinkommen wollt in die Zigarrenwelt. Kauft euch nicht gleich einen Humidor, die sind nämlich wirklich teuer und brauchen etwas Aufmerksamkeit. Nee, sucht euch einen Laden bei euch in der Nähe, der Zigarren führt, der die vernünftig führt und dann kauft euch lieber die Zigarren frisch aus dem Laden, um sie zu rauchen oder ihr bestellt sie im Internet, das geht natürlich auch. Ja, ich würde sagen, das waren so die gröbsten Sachen, die ihr über die Zigarre wissen müsst und ich denke, wir haben alles gesagt. Wir machen hier für heute Schluss. Und im nächsten Video zeige ich euch dann, was gibt es zu beachten, wie schneide ich eine Zigarre an, wie rauche ich so ein Ding überhaupt und was muss ich beachten, wenn ich sie kaufen will. Genau, das im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.